Bevor das diese tolle Maske habe. So, hallo YouTube, ihr Alten. Ich habe mir diese Maske jetzt mal gekauft. Das war für dieses Internet ein Video zu finden über Schnorchelmaske. Und ich habe nichts gefunden und deswegen habe ich jetzt einfach mal ein Video gemacht. Für die, die vielleicht die Maske sich holen wollen und gerne mal ein bisschen was Genaueres über diese Maske sehen wollen. Ich packe die jetzt einfach mal aus. Vielleicht kann ich den einen oder anderen ja ein paar Infos zugutekommen lassen, die er gebrauchen kann. Also es ist nichts weiter dabei, es ist nur dieses Netz, die Maske, der Schnorchel, eine Gebrauchsanweisung. Die Größe gibt es im Moment nur in L und XL. Das passt auf jeden Fall Jugendlichen und Erwachsenen. Im nächsten Jahr soll es allerdings die Maske etwas kleiner noch geben für Kinder und auch andere Farben. Dieser Schnorchel hier hat hier oben ein Abschlussventil, ist also ein Trockenschnorchel. Wenn man taucht, schließt das hier oben ab und man kann mit der Maske auch tauchen. Diese drei Kanäle sind für Zufuhr in der Mitte und für die Luft, die man wieder nach außen bläst. Also die Luft geht hier rein und hier wieder raus. Hier gibt es hier unten ein Ausblasventil, dass wenn hier mal Wasser reinläuft, kann man das hier unten auspusten. Hier befinden sich die Ventile. Die Luft kommt quasi hier oben rein und wird durch die Ventile hier in diesen Mund- und Nasenraum transportiert. Und hier oben beschlägt auch nichts. Wenn, dann beschlägt es hier unten. Hier unten ist meistens beschlagen, das ist aber nicht schlimm, weil hier oben ist ja die ganze Sicht. Die Luft geht dann durch diese zwei Ventile nach innen und kann nicht mehr zurück. Die wird dann beim Ausatmen nach hier und wieder hier irgendwo nach oben und verläuft dann hier unten über diese Kanäle wieder nach außen. Das Silikon ist sehr weich. Es ist ziemlich breit hier, schließt also gut ab, da kommt eigentlich kein Wasser rein. Ist weich, drückt nicht, ich habe keine Druckstellen gehabt. Werde die auch noch im praktischen Test zeigen, im Wasser beim Tauchen und Schnorcheln. Und werde einfach mal ein paar Meter runtertauchen und gucken, ob Wasser reinkommt, aber ich glaube nicht. Da hier oben ist ein Dichtungsgummi dran. Also, die Maske ist aus Plastik, hier vorne, Plexiglas oder was auch immer das ist, irgend so ein Plastikglas. Der Rest hier ist aus irgendwelchem Plastik. Man sieht hier so eine kleine Lücke. Das ist bei allen Masken so. Man kann das auch im Internet bei den Bildern sehen. Das ist aber nicht weiter schlimm, die ist dicht. Ja, dann ist hier die Gebrauchsanweisung dabei in allen Sprachen. Und dann haben wir hier das Kopfband. Also aus Gummi. Und also es sitzt ziemlich gut. Mann, ey, fick dich doch! Es hat so einen leichten Silikongeruch, aber mehr so einen süßlichen. Also es ist nicht, es stinkt jetzt nicht. Es riecht eigentlich ganz okay. So, also, das mal hier alles ein bisschen zur Seite gemacht, dass man die Maske mal sehen kann. Von innen, man setzt sie quasi auf und dann hat man diese auf und dann hat man diese auf. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Die Maske ist zum Schnorcheln gut geeignet. Es macht einfach Spaß, wenn man atmet durch Nase und Mund ohne Schnorchel. Man muss nicht die ganze Zeit den Schnorchel festhalten mit dem Mund, sondern man hat eigentlich überhaupt keine Probleme. Ich finde jetzt nicht, die sieht schlecht aus. Sobald man den Schnorchel aber oben ansetzt, sieht es natürlich ein bisschen aus wie ein Teletubby. Und so sieht das denn ja aus. So sieht das Ganze dann aus. Ups. Und die Größe passt eigentlich so gut wie jeden. Wenn es nicht passt, kann man das noch hier unten straffer ziehen. Dann passt das auch. Also das ist kein Problem. Hat das natürlich einen Grund, warum dieser Schnorchel da oben dran ist. Erstens mal für die Luftzufuhr und zweitens mal, wenn man schnorchelt, wird man leichter gesehen von Booten. Das ist einfach eine coole Maske. Wenn man sich die mal anguckt, das ist einfach super. Aber was mich am meisten mal fasziniert, ist, dass es eine Maske ist. Also wenn man mit dieser Maske schnorchelt, ist das eigentlich, man ist dann so im Wasser und kann jetzt so ein bisschen schnorcheln, ne? Ja. Ach, was laber ich eigentlich hier für eine Scheiße? So, bin ich hier extra zum See gefahren. Ich habe mal meine Kamera da oben jetzt befestigt.
aus. Ist gut jetzt. Vorne drückt einmal. Oder? Hier vorne. Wenn Fragen sein sollten, schreibt einfach in die Comments und ich antworte dann direkt so schnell im selben Moment noch. Ganz schnell.